Our next speaker is Der nächste Sprecher ist Jean-Michel Sellerier. Whose passions include art und seine Hobbys und seine Leidenschaften sind Kunst, Musik und Computer. Und er kombiniert die in seiner Doktorarbeit und auch in interaktiven Medien. Und jetzt ist er ein unabhängiger Forscher und hat mit OSSIA.io hat er eine Non-Profit-Organisation und ist einer der Entwickler von OSSIA, die Open-Software-Software für interaktive Applikationen, und will einige Ergebnisse seiner Forschung der Öffentlichkeit und interaktiven Künstlern bekannt machen. Hier zeigt er uns, wie interaktive Medien so viel mehr sein können und welche, zum Beispiel kann man unterschiedliche Enden von einem Film auswählen. Und ein herzliches Willkommen für Jean-Michel Sellerier. Okay, danke, das war die beste Vorstellung, die ich jemals hatte. Vielen Dank, hallo Freunde. Und ich zeige euch hauptsächlich eine Präsentation von OSSIA Score. Das ist eine offene Software im OSSIA-Projekt. Und ungefähr 10 Jahre arbeiten wir jetzt daran. Und das ist ein freier Software-Sequencer, der verschiedene Medien kombinieren kann, interaktive Medien, zum Beispiel Ton oder die Kontrolle über Geräte. Und was man vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass das Teil von einer interaktiven Kunst wäre. Ich zeige mal gerade meinen Bildschirm. So, hier am Anfang erkläre ich mal kurz, wie das alles ist, wie das aussieht. Vielleicht 20 Minuten. Und dann versuche ich mal einige Szenen direkt vom Scratch zu bauen, ganz neu, wie diese Software funktioniert. Und dann können wir vielleicht diskutieren und Fragen stellen. Und hoffentlich kann ich dann einige Fragen beantworten. Diese Software ist ein Sequencer. Und das heißt, wenn Leute von euch Musik machen, dann kennt ihr das vielleicht. Und man kann hier einfach einen Ton hier reintun und kann es abspielen. Und dann wird es gespielt, wenn ich ein Soundfile reinwerfe. Und das Einfachste, was man hier machen kann. Aber was weniger üblich ist in Standardprogrammen, ist die Möglichkeit, nicht nur Ton, sondern auch Videoinhalte, zum Beispiel hier. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch hier einen Videoeffekt nehmen. Zum Beispiel hier, wir spielen das zum Beispiel und zur gleichen Zeit abspielen wie den Sound. Natürlich mit verschiedenen Kontrollmöglichkeiten gibt es hier im System. Das ist die grundlegende Funktionalität hiervon, die Grundidee. Und jetzt versuche ich mal etwas zu bauen. Als erstes nehme ich ein paar Sounds und erstmal, wenn man Score benutzt, das Programm, und ihr könnt vielleicht auch probieren, das zu Hause mitzuverfolgen und dieselben Schritte auszuführen, wie ich hier bei der Präsentation. Und OSSIA.io ist das. Und da kann man vielleicht es einfach mitmachen und ausprobieren, selbst ausprobieren. Und das Erste, was man vielleicht machen will, ist erst zu definieren, was man in dieser interaktiven Performance machen will. Zum Beispiel habe ich hier einen Joystick, ich habe ein Keyboard, ich habe ein kleines Ding hier, das heißt, ist eine kleine Kamera für Handgesten und die kann man alle benutzen hier als Teil von der Aufführung, von der Performance. Und ich tue den hier dazu, meinen Bewegungssensor für die Hand. Und da kann man sehen, dass sich hier einige Zahlen verändern. Und das ist die Position von meiner Hand zum Beispiel. Und hier, das will ich auch benutzen. Und hier will ich auch mein Keyboard benutzen. Und einige Parameter hier. Und ich versuche, die Parameter einzustellen, die ich für das Intro benutzen will.
So. Und das gibt mir eine ganze Menge von Sachen, die ich benutzen kann, um Soundeffekte zu produzieren. Und was will ich noch benutzen? Den Joystick will ich auch benutzen. Okay, und das ist im Wesentlichen, das ist das Rohmaterial hier für die Interaktivität von diesem. Jetzt habe ich hier einen tollen Effekt hier. Wunderbar. So, wo waren wir? Okay. So, ich muss Linux benutzen, und aber man kann es auch auf anderen Systemen benutzen. Auf Mac und Windows geht auch, vor allem in Windows haben Leute es auch auf dem Raspberry Pi ausprobiert und so, und auf verschiedenen Embedded-Systemen. Und da gibt es auch sehr nützliche Sachen, sinnvolle Sachen, die man machen kann. Und jetzt mache ich hier einfach eine ganz einfache Linie, die sich mit der Zeit verändert. Hier haben wir all die Sachen, die man benutzen kann. Wir nennen die Prozesse. Und es gibt Sachen, die man, im Wesentlichen kann man Sachen auslösen, zu verschiedenen Zeiten. Zum Beispiel, wenn ich hier einen Ton haben will, ein Geräusch, und dann so. Das ist etwas zu schnell noch. Das ist ganz, ganz einfach. Ja, etwas Einfaches. Wenn ich das kontrollieren will mit einigen Effekten, dann mache ich vielleicht etwas Nachhall dazu. Oder vielleicht in etwas Bitcrushing. Okay. Okay. Jetzt gibt es, es läuft hier etwas. Und jetzt, was ist, wenn ich das jetzt, diesen Parameter zum Beispiel mit meinem Joystick kontrollieren möchte, dann kann ich einfach hier, ich habe meine Joystick-Achse hier, und wenn ich so wie hier rotiere, dann verbinde ich das hier. Okay. Dann möchte ich auch Effekte darauf anwenden, auf den anderen Parametern. Nehmen wir mal an, das hier. Okay, und dieses gibt uns eine ziemlich einfache Basis für unsere Arbeit. Was ich jetzt möchte, ist, ich möchte etwas Größeres bauen als das. Also fange ich jetzt einfach an, indem ich hinzufüge, dass ansonsten wird das hier zu schnell zu langweilig. Also, an jedem Punkt kann ich einfach das hier abspielen. Und wenn ich das mache, dann wird es nur einmal abspielen. Was ich also möchte, ist, dass was ist das? Und
Und ich bekomme hier etwas Echo von Jixi. So. Okay. Also, jetzt will ich, ich möchte jetzt also auch mit Live-Instrumenten spielen. Also füge ich jetzt eine Live-Bassgitarre dazu. Also, was ich jetzt also machen muss, ist ein Audio-Device hinzuzufügen. Und dieses Audio-Device ist Bassgitarre ist. Und ich weiß, dass das jetzt hier intern auf 1.2 liegt. Und ich füge eine. Ich werde das Ganze hier. Das heißt, dass ich entsprechend einen Loop hier legen kann. Und ich fange an. Ich starte meinen Loop jetzt, sobald ich soweit bin. Einen ganzen Takt. Und wir starten mit einer sehr niedrigen Lautstärke. So etwa. Okay. Und jetzt wartet, bis ich hier anfange. Und ich bin dumm, ich habe das hier vergessen. Okay. Okay, und jetzt können wir anfangen, ein paar Effekte dran zu hängen. Okay, und jetzt können wir versuchen. Ich habe einen Teil von. Ich habe hier ein paar Muster und die möchte ich jetzt hinzufügen. Das ist ein sehr einfaches Muster und ich füge jetzt noch ein bisschen Scatter dazu. Okay. Ich möchte das Ganze mit dem Sound koppeln. Einen ziemlichen einfachen Beat hier. Okay. Also möchte jetzt etwas ganz Einfaches hier machen. Thank you.
Okay. Und ich muss es jetzt auf die richtige Tonhöhe drehen. Und es ist die, den Regler hier. Und noch ein paar Verbindungen hier. Verbindungen oder Röhren, Pipes, also, okay, also, ich möchte also ein paar Soundeffekte hier von Hand rendern, also mit meinem Leap hier. Also werde ich jetzt von hier, füge ich jetzt einige Effekte ein und werde also die Effekte jetzt hiermit verbinden, wie zum Beispiel den hier. Also. Also, okay, jetzt kann ich also einfach hier diese Leap Motion nehmen und da, hier mit dieser Einstellung verbinden und damit den Effekt beeinflussen. Ich kann auch anfangen, hier Sachen zu machen, die von der Hardware abhängen, und kann ich mit der Hardware die Systeme beeinflussen. Und das ist das erste Beispiel. Und es war ein schnelles Beispiel. So, einige von euch haben vielleicht gemerkt, dieses musikalische Thema erkannt. Ich wollte sagen, das ist von Robert Prince aus den 1990ern. Und lassen das hier mal. Und dieser Teil wird nie gespielt und braucht deswegen auch keine CPU. Und was ich jetzt machen will, ist nicht nur den Bass als Input verwenden, als Eingang, sondern auch noch etwas anderes, nämlich wie das hier. Ich nenne das mal Spiel, also Game. Und es benutzt meine 3 und 4 Eingänge. Eingänge Nummer 3 und 4. Und ein neues Szenario. Gut. Das heißt, jetzt machen wir die Signalarbeit hier auf dieser freien Fläche. Und was wir wollen, ist ein Videoeingang. Das heißt, ich muss hier einige Skripte starten. Wenn ich zum Beispiel lies hier. Ja, okay. Und dies. Mhm. Okay. Let's see you. Schauen wir mal. Won't go here. You will go here. Das geht nach von hier nach hier. Okay. Und Effekte. Dieses. Und jetzt wollen wir nicht nur Audio benutzen, sondern auch Video. Das heißt, wir fügen noch einen Videoeingang dazu, zu dem System.
Genau, hier, was ich machen kann, ist, ich kann sagen, okay, sobald das losgeht, will ich, dass der Video-Input auch startet. Dann füge ich noch einen Effekt hinzu und sage Spiel, Game. Ich will noch einen Filter jetzt hinzufügen und hier kann man Trigger auch benutzen. Okay. Hier kann ich das starten. Okay. Wenn ich das jetzt habe, was man machen kann, ist, man kann andere Sachen noch. Hier gibt's. So, jetzt kann man mit der Hand auch das verändern. Und während das Video auch abspielt, kann ich das noch verändern hier. Dann kann ich vielleicht die Lautstärke ändern. Und jetzt kann ich noch Effekte hinzufügen. Und wenn ich will, kann ich auch noch etwas benutzen. Ich will die Audio-Eingänge benutzen und damit etwas im Video kontrollieren. Und ich kann auch einige Toneffekte hinzufügen. Und wie man sieht, wenn ich eine Kontrolle hier hinzufüge, das heißt, im Wesentlichen ist Score ein Programm, um alle die Sachen zu kombinieren, alle Mediensysteme und das kann sich über die Zeit ändern und man kann eine Art Live-Kreation machen und kann es mit Score im Wesentlichen machen. Und das ist erstmal die Grundidee davon. Und wenn es jetzt Fragen gibt, dann kann ich jetzt auch gern Fragen beantworten. Yes, thank you. Also, vielen Dank für diese interessante Show und die Dinge, die man mit OSIAM machen kann oder was Score machen kann. Und ihr könnt jetzt hier im IRC oder Fragen stellen. Eine Frage, eins, was ich gemerkt habe, dass diese Präsentation im Wesentlichen Audio und Video ist, weil das hier eine Online-Konferenz ist. Wenn ich das richtig verstehe, dann kann OSIA noch viel mehr kontrollieren. Ja. Also im Wesentlichen haben wir hier diese Abstraktion von dieser Protokolle hier und es gibt alle diese verschiedenen Protokolle hier und es sind diverse Netzwerkprotokolle und in der Mediasysteme, wie zum Beispiel das. Das ist okay. Es können auch verschiedene Programme, verschiedene Score-Versionen miteinander kommunizieren. Das heißt, eine nur die nur Video macht, andere nur Audio oder dergleichen. Es gibt
entsprechende Module für Joysticks, für Fernbedienungen, für Leap und dergleichen. Wir arbeiten auch an, wir haben auch direkt Verbindung zu Arduinos und dergleichen. Ihr könnt also praktisch, also ihr könnt also einfach Botschaften mit Arduino austauschen und dazu brücken und das ist sehr hilfreich, wenn man Dinge wie kinetische Installationen hat. Und wir gucken nach noch mehr Protokollen, zum Beispiel IoT-Protokolls, MQTT und dergleichen. Und weil die Leute auch ihr Haus damit kontrollieren wollen und dergleichen. Und also MQTT haben wir entsprechend auch. Und dann gibt es, das ist ein offenes System. Und sobald wir von irgendwas Nützlichem hören, dann versuchen wir das hier einzubauen und als Möglichkeit, Dinge zu kontrollieren. Und ja, und es gibt auch einen Score für Licht und DMX zum Beispiel, digitales Licht. Ihr könnt da zum Beispiel automatisieren hier, wenn ihr zum Beispiel ein Beamer habt, könnt ihr dann darüber auch per DMX schicken, also für Kunstvorführungen und dergleichen und Installationen. Okay. Und könnte man sagen, dass es ein OCS-Score so eine Art OBS-Studio auf Steroiden ist? Für mich, ich nutze es ja ziemlich viel und zum Beispiel in OSIA kann man zum Beispiel, also OBS hat diese Websocket-Ports offen zur Kontrolle und das kann man, OSIA kann sich damit natürlich verbinden. Und ihr habt also es gibt Streaming-Capabilities, zum Beispiel nach Twitch. Und für mich macht es erheblich mehr Sinn, mit Score OBS zu steuern und OBS das tun zu lassen, was OBS am besten kann. Und okay. So, mehr ein Controller on Asset, womit man dann den OBS wirklich kontrollieren kann. Das ist also das, zumindest wie ich es mache, aber die beiden anderen mögen das anders machen. Eine andere Frage, mehr auf dem Musikpart bezogen. Kannst du auch klassische Musik, Noten einlesen in Klassen oder denkst du, das macht Sinn, das? Also in generell oder hier speziell? Ich habe leider keine klassische Musikausbildung und ich bedauere das auch, aber für uns hier ist es, also Musik zu importieren, Noten zu importieren, ist es nicht nötig, die klassisch. So, man kann jetzt zum Beispiel einfach MIDI-Files hier einlesen oder wo habe ich es hier? Okay, so allerdings bitte hier keine copyright-geschützte Musik spielen, sonst kriegen wir Takedown-Notices. Es gibt das nicht direkt, aber es gibt ein entsprechendes Projekt hier. Mal gucken, ob ich es gerade finde. Das ist AIDU. Guido Grem. Es ist ein Open-Source-System, um Noten zu rendern. Und es gibt schon länger die Bitte, das als Library einzubringen, damit wir Noteneingabe auch auf die Art und Weise hier darstellen können. Aber ich selbst kann das nicht. Also ich selbst nehme hier nur diese einfachen MIDI-Files. Zum Beispiel arbeiten wir ziemlich viel mit nicht klassischen Komponisten nicht klassischer Musik und zeitgenössischer
zeitgenössischer Musik, Musik konkret und dergleichen. Und die Partitionen dabei sind, also in dem, so die, das Not, das Schreibsystem für kontemporäre Musik, zeitgenössische Musik ist entsprechend etwas anders. Das ist also eine andere Art und Weise, Noten darzustellen, Musik darzustellen, und es war, das war ziemlich leicht zu integrieren hier. Und ich habe das also für ein Projekt dieses Jahr genutzt. Und vermutlich wäre es auch, würde es auch Sinn machen, ein gleiches Darstellungssystem für die klassische Musikdarstellung, klassische Notendarstellung zu machen. Und das wäre also schön, wenn das jemand macht. Wo wir jetzt, also wenn es gerade um Soundtracks, um Noten für geben, könnte man das Ganze für ein ganzes Musikstück machen und auf interaktive Weise. Ja, für mich, also das ist das, wo ich, also das ist praktisch, was ich früher in meiner proprietären Zeit gemacht habe. Und ich möchte wirklich den Punkt erreichen, wo man das praktisch in Score auch machen kann. Vielleicht jetzt nicht genauso, wie es in anderen, nicht exakt so, wie es in anderen Programmen ist, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt möchte ich dann in der Lage sein, einen praktisch kompletten Song damit zu machen. Was dafür fehlt für mich ist, es ist ein Mix-Interface, ein User-Interface zum Abmischen. Und so die Idee von Tracks und dergleichen, also die Idee, also das ist generell da, aber bei Score ist es eben noch nicht da und neu, und das wird da fehlen. Und man kann also hier praktisch nur hier ganz einfach die Lautstärke verstellen, aber nicht. Was für uns auch fehlt, ist die Möglichkeit zur Aufzeichnung. Wir können also zum Beispiel nicht so einfach Audio damit die aufnehmen. Und das ist doch praktisch die letzte Grenze für das Ganze. Also es ist auf der Roadmap für das ganze Projekt, aber wenn er zum Beispiel Audacity oder dergleichen zusätzlich dazu verwendet, zum Aufnahme, dann könnte er sowas noch machen. Das ist bis jetzt mit Score allein noch nicht möglich. Okay. Okay. Vielleicht um den Zuschauern mal zu zeigen, was alles gemacht werden kann, kann ich vielleicht mal zeigen eine Galerie auf unserer Webseite, und die zeigt verschiedene Stücke. Zum Beispiel gibt es modulare Stücke und Live-Aufführungen im Internet zum Beispiel. Und es gab Museumsinstallationen und auch Bühnenstücke und so etwas in der Art. Und alle möglichen verschiedenen Sachen. Aber es ist nicht nur ein einzelnes Lied oder so, sondern es ist oft sind musikalische Elemente enthalten. Aber ich glaube nicht, dass jemand, doch es gibt jemanden hier, das ist nur ein Klavierstück, was nur in Score komponiert wurde. Ja, das gibt es auch. Score benutzt eine Graph-Editing-Feature. Das heißt, einfach anzufangen, aber verlierst du dich manchmal in komplizierten Graphen und Diagrammen? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man zum Beispiel daran gewohnt ist, normalen Programm benutzt, aber wenn man zum Beispiel hier diese Diagramme hat, aber was man sieht, zum Beispiel, dass die Diagramme, die man hier hat, die Objekte sind viel größer als sonst. Und man hat hier Geräte und alles andere. Man hat aber zum Beispiel nicht, dass einfach nur eine Multiplikation macht oder so, sondern es gibt immer High-Level-Komponenten, die ganz viele verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, die sind für Komponisten besser benutzbar. Und wenn man ganz auf die unterste Ebene will, ganz weit runter will, zum Beispiel die wirklich die Werte sehen will, dann hat man ein Data,
ein Datenpatch hier und dann kann man das auch noch sehen. Oder und das hier ist ja, das ist nur einfach nur weißes Rauschen zum Beispiel. Und am anderen Ende des Spektrums gibt es zum Beispiel auch hier gibt es ein Skript zum Beispiel. Man kann hier etwas ein Skript machen, was Dinge erzeugt. Und wenn man wirklich die Motivation hat, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was habe. Man kann C++ auch benutzen und es gab auch mal in den letzten 2 Monaten habe ich viele Anfragen bekommen, auch ein Scheme-Dialekt einzubauen. Das ist auch schon auf meiner Agenda, das zu machen und zum Beispiel ein Embedded Lisp hier zu haben. Und ich bin selbst kein Lisp-Mensch eigentlich, aber ich denke an den XKCD-Comic, wo Leute, die den Lisp, das Universum nur aus solchen Ausdrücken gemacht wird. Und ich bin eigentlich nicht objektorientiert, aber und vielleicht kann man doch Lisp irgendwie mit integrieren und andere Sprachen, die man verwenden will. Ja. Eine andere Frage ist noch, kann man OSSIA benutzen nur für Video und das zum Beispiel mit Ableton synchronisieren oder für eine Musikaufführung? Ja, das geht auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn man Synchronisation will auf Linux, bisher nur auf Linux, und dann kann man sagen, also wir haben hier in Score, man muss das sagen, dass jemand der Master sein soll. Zum Beispiel gibt es einige mögliche Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man ein Video wiedergeben will, während dann macht man es einfach, ja. Und wir hatten mal einen Fall, wir wollten Score benutzen mit wir haben verschiedene Protokolle für Synchronisierung von Videos und von Sadat Morial entwickelt das hier und wir haben Support und können auch Videos verschicken und in Frankreich haben wir gearbeitet an einer mit öffentlicher Unterstützung gearbeitet. Zum Beispiel ein Netzwerk von Kunstwerken zu machen. Und jetzt mit Covid braucht man natürlich solche Vernetzung. Und es gab auch dann Forschung in den Protokollen, die wir benutzen wollten zum Datenaustausch. Und es sollte irgendwann mal relativ einfach möglich sein, wenn man einen Ton erzeugen will an einer Stelle in Score. Und es ist theoretisch möglich, aber ich habe es noch nicht wirklich viel gemacht. Aber ich weiß, dass es Leute gibt hier auf dieser Webseite, auf der Galerieseite, die Score und Licht benutzen und es gibt noch eine Bemerkung aus dem Chat, nicht wirklich eine Frage, aber sagt, dass die Integration ist die Antwort. Das heißt, wenn es alle diese Protokolle nimmt, die OSSIA unterstützt und MIDI alleine kann schon viele Sachen synchronisieren. Ja, MIDI hat nur diese geringe Auflösung, aber zuerst in der ersten Version hatte Score noch nicht mal Audio oder Video. Am Anfang ist wohl nur ein Controller für andere Software. Aber irgendwann haben wir dann, weil viele das Leute, und ich will zum Beispiel einfach nur einen 5-Sekunden Sound abspielen und ich brauche nicht einen externen Soundplayer und dann haben Leute dasselbe für Videos gesagt.
Und für einfache Sachen kann man jetzt ganz viel in Score selbst machen. Und wenn man ein super komplexes Video-Audio-Workflow hat für live und mit vielen und dann kann man es natürlich benutzen. Aber die Software ist erstmal ein Controller, der andere Software kontrolliert. Und das ist der ursprüngliche Grund. Thank you.